kommen wir direkt zum ersten Thema. Aufgrund der bekanntlichen Corona-Krise ist ja euer Derby am Mittwoch ausgefallen. Euer lang ersehntes Derby, Pokalderby im Viertelfinale des FVM-Pokals. Zunächst mal die Frage, wie groß war die Enttäuschung bei euch? Soll ich anfangen? ja, also natürlich war die Enttäuschung schon hoch, weil ich meine, auf sowas fiebert man ja immer so ein bisschen hin und es freuen sich auch immer alle drauf. Aber ich glaube, das haben alle schon so ein bisschen absehen können, weil als Mitte März das ja bekannt gegeben wurde, bei uns war es auch kurz vor unserem ersten Saisonspiel. Ich glaube, ihr hattet schon euer erstes. Genau, und da war also ich glaube, zum Zeitpunkt da war die Enttäuschung am höchsten. Jetzt am Tag selber wusste man es ja schon. Und ja, ist natürlich schade, aber was soll man machen? Ja, ich würde auch noch kurz was dazu sagen. Ich glaube, gerade so ein Derby, Fortuna Vorwärts-Spo, ist immer geil, macht immer Bock. Wir haben uns auf jeden Fall bei der Auslosung auch gefreut, nachdem wir letztes Jahr tatsächlich auch ein bisschen Fortuna die Daumen gedrückt haben, dass sie doch in der Regionalliga bleiben. Haben wir dann gehofft, halt dann damit nochmal ein Derby zu bekommen gegen Fortuna. Aber ja, genau, ich denke auch, es war Mitte März schon klar, wir haben, glaube ich, unser drittes Saisonspiel hätten wir gehabt. Aber ich glaube, dass es halt vollkommen richtig ist, in der Situation so zu entscheiden. Von daher nehmen wir die Situation jetzt natürlich so an und haben uns da einen kleinen Spaß mit dem virtuellen Derby dann erlaubt. Okay, vielleicht mal an dich die Frage, Annika. Glaubst du denn überhaupt, dass der Pokal- und Ligabetrieb überhaupt noch weitergeführt bzw. überhaupt beendet werden? Ich glaube leider nicht mehr dran. Ich würde es mir natürlich sehr wünschen, aber ich ja, bezweifle, dass das so umsetzbar ist. Und ich glaube auch, dass alle momentan größere Probleme haben, als tatsächlich dann irgendeine Fußballliga zu Ende zu führen. Ja, ich wüsste ja auch nicht genau, wie man das regeln sollte. Dann mit der, weil bei uns ist es ja auch so, dass wir im Moment Zweiter sind und Leverkusen Erster, das heißt, wir würden ja nicht aufsteigen, was natürlich scheiße wäre. Ja. Und welche Lösung würdet ihr oder du persönlich jetzt bevorzugen, wie es weitergehen soll? Ich persönlich hätte keine richtige. Okay, die anderen von Spo, ich meine, ihr steht im gesicherten Mittelfeld, habt mit dem Abschied nichts zu tun. Wie seht ihr das? Ja, wir haben durch unseren westdeutschen Fußballverband eine Info schon bekommen, jetzt, wie es erstmal weitergehen soll. Die wissen aber natürlich auch nicht viel mehr als abzuwarten. Der Wille ist schon da, die Saison noch zu Ende zu spielen. Die Pokalwettbewerbe wurden da mal ganz ausgeklammert. Theoretisch hat man aber noch sehr lange Zeit, um sie auszuspielen, also bis in den August oder in den Juli auf jeden Fall rein. Das wäre schön. Wir wollen alle, glaube ich, sportliche Entscheidungen. Wir wollen natürlich alle sportliche Entscheidungen haben, die mit dem gesundheitlichen Zustand in diesem Land zu verantworten sind. Ich glaube, da ist Fußball dann doch eher wirklich eine Spaßveranstaltung, weil wir hier nicht über den Profibereich reden. Aber es ist natürlich schade. Wir hätten gerne alle sportliche Entscheidungen. Also unsere Situation war jetzt so, wir haben jetzt zwei Spiele gehabt, wir sind gut reingekommen. In die Rückrunde haben diese Spiele mit sehr viel Verletzungspech trotzdem erfolgreich gestalten können und wir hätten jetzt natürlich gerne weitergemacht, weil jetzt bei uns der ein oder andere etwas fitter wieder zurückgekommen wäre. Aber ja, die Situation ist, wie sie ist. Damit haben alle Vereine zu kämpfen. Wir würden uns eine sportliche Lösung wünschen, aber immer nur, wenn es wirklich machbar ist, wenn es medizinisch zulässig ist. Und ja, da sind andere Menschen, die es jetzt entscheiden müssen und wir tragen das mit, weil wir eh nichts anderes machen können. Das ist ja auch, glaube ich, klar. Und wir wünschen uns aber auch, dass eine Entscheidung getroffen wird, die mit den Regularien, die aktuell in Deutschland herrschen, dann einfach auch zu vereinbaren sind. Und wie zufrieden warst du als Trainer, Ruben, bis zur Aussetzung des Spielbetriebs mit der Leistung deiner Mannschaft Ja, beziehungsweise wir dem waren erst in Saisonverlauf? den Rückrundenspielen sehr zufrieden, weil das wir unter ganz, ganz schwierigen Voraussetzungen gewesen ist. Wir haben Leute reaktivieren müssen in der Phase, weil einfach
wir viel Verletzungspech gehabt haben, viele Leute, die uns ausgefallen sind, auch durch Erkältungen etc., so kleine Geschichten, und haben diese beiden Spiele, die schon wichtig waren, einfach um Zeichen zu setzen, wo es hingehen soll in der Saison, gegen Budbeck und Herford, dann wie ich ja das eine mit sehr viel Kampfgeist, das zweite sehr souverän gewonnen, das in der Phase, wo es eigentlich war. Und ich hätte mich jetzt gefreut, wie es weitergegangen wäre. In der Hinrunde, die war okay, die war trotzdem nicht optimal. Also wir waren auch nicht so hundertprozentig zufrieden, weil wir in Spiele verloren haben, die wir hätten nicht verlieren müssen. Und Punkte liegen gelassen haben, wo wir sie auch nicht hätten liegen lassen müssen. Und vielleicht unser Potenzial nicht überall abrufen können. Das war ein bisschen ärgerlich. Das ist ein normaler Prozess, glaube ich. Aber das, wir haben uns halt viel vorgenommen, in der Rückrunde es noch besser zu machen, als wir es in der Hinrunde in manchen Spielen gemacht haben. Und deswegen hätte ich gerne es weiter gesehen. Bin also schon zufrieden. Jetzt, wenn es jetzt bei Platz 7 bleiben würde, kann ich da sehr gut mit leben, gar keine Frage. Und trotzdem, glaube ich, ist so eine Tabelle jetzt nicht so aussagekräftig, wie es wäre, wenn man zweimal gegen jede Mannschaft gespielt hat. Das ist auch ganz klar. Ja, Luzi, vielleicht zu Fortuna. Die Annika hat das schon angesprochen. Ihr kämpft ja in der Mittelrheinliga um den direkten Wiederaufstieg. Seid als Zweiter eigentlich gut im Rennen gewesen. Wie zufrieden warst du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Also erstmal eigentlich schon zufrieden. Wir hatten ein paar, sagen wir, nennen wir es Unkonzentriertheiten nennen, wo wir wahrscheinlich einfach es waren zwei Spiele, die wir unnötig unentschieden gespielt haben, wo wir wahrscheinlich einfach vorher nicht konzentriert waren, beziehungsweise den Gegner unterschätzt haben, so dass wir jetzt quasi, wenn es weitergehen sollte, normal, dann das nicht mehr ganz selber in der Hand haben mit dem Wiederaufstieg, weil wir jetzt 4 Punkte, glaube ich, Unterschied zu Leverkusen haben. Aber also sollte das in irgendeiner Weise sportlich entschieden werden können und es weitergeführt werden können, dann müssen wir uns quasi auf uns selbst konzentrieren und jedes Spiel gewinnen wollen, weil auch die Vergangenheit ja gezeigt hat, dass auch Leverkusen Fehler macht gegen die anderen. Aber wir halt auch, deshalb denke ich, dass wir uns davon fokussieren müssen, sollte es weitergehen. Okay, kommen wir mal zu dir, Fiona. Du hast ja deine Frauen quasi etwas verlassen, bist aber immer noch nah dran, wie ich ja von dir erfahren habe, aber wie lief die Umstellung? Du trainierst jetzt mit Jule Brockauf seit dieser Saison die dritte Herren der Fortuna. Ja, wie lief die Umstellung und wie zufrieden bist du bisher? Ja, also wie du ja schon sagtest, Saison 1920 haben Jule und ich, die ja auch ehemalige Fortuna-Spielerin ist, die dritte Herrenmannschaft übernommen, die in der Kreisliga C spielen. Welcome back zur Asche erstmal. Mega geil. Da, wo der Fußball auch für mich damals 2003 bei Fortuna angefangen hat. Also die Vorbereitung im Sommer 2019 lief einwandfrei. Wir waren meistens irgendwie 25 Männer beim Training. Die Testspiele liefen auch richtig gut. Super Einsatz, klasse Engagement. Waren halt alle mega hoch motiviert. Sind auch dementsprechend mit breiter Brust in die Saison gestartet, direkt Derby gegen Rot-Weiß-Zollstock. Leider verloren. Dann waren wir wieder in der Realität angekommen. Aber der weitere Verlauf war dann auch nicht weiter gut. Trainingsbeteiligung hat abgenommen. Wir haben ein auf das andere Spiel verloren, ab und zu mal unentschieden. Aber ja, weit unter dem, was Jule und ich uns generell so vorgestellt haben. Generell lässt sich aber sagen, dass das ganze Spiel einfach anders zu sehen ist als Trainer, dass man das Ganze anders wahrnimmt, dass man anders mitfiebert, man bereitet sich anders auf die jeweiligen Spiele vor. Es sind einfach ganz andere Gedankengänge als die, die du als Spielerin hast, was auch für mich sehr interessant ist. Einfach mal war als ehemalige Spielerin. Du bereitest dich halt auf 11 Leute vor, die in der Startelf sind, dann die Ersatzbank plus die Verletzten. Du musst halt irgendwie 25 Spieler glücklich machen. Auf der anderen Seite als Spielerin fokussierst du dich halt nur auf dich selbst und probierst dein Bestes irgendwie aus dir rauszuholen. Deswegen, also mir macht es sowohl als Spielerin Spaß, Fußball zu spielen, aber auch als Trainerin an der Seitenlinie und mit jemandem wie Jule Brockerhoff, mit der ich auch damals zusammen in der Abwehr gespielt habe, ist es ganz einfach, weil wir ergänzen uns perfekt auf und auch neben dem Platz und
Schöner könnte es eigentlich nicht sein. Okay, kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema unserer Sendung, dem Frauenfußball. Lea, du bist ja auch schon einige Jahre bei Vorwärts Sporo jetzt dabei. Es gab mit Fortuna in den letzten Jahren immer einige heiße, interessante Duelle. An welches erinnerst du dich vielleicht gerne zurück? Ja, stimmt. Es gab einige heiße Duelle, aber ich glaube, so für uns, Vorwärts Sporo war auf jeden Fall das FVM-Pokalfinale bei Blau-Weiß ein Highlight. Weil wir, ich habe erst das erste Mal mit Vorwärts Sporo damals auch den FVM-Pokal gewonnen. Das Spiel wurde unterbrochen, damals in Arnoldsweiler, irgendwie in der 110. Minute wegen heftigen Gewitter, von dem man dann irgendwie nicht mehr so viel gesehen hat, als es abgepfiffen wurde. Aber ja, wir haben die Partie auf jeden Fall montags bei Blau-Weiß nachgeholt und sind, glaube ich, relativ früh in Rückstand geraten und haben die Partie dann noch 2-1 gedreht. Die Spielerin, die beiden Tore damals gemacht hat, ist jetzt leider gerade hier nicht. Die hat sich verspätet. Aber war auf jeden Fall damals auch zu der Zeit, haben wir uns ja von unserem ehemaligen Ex-Trainer und auch Ex-Trainer von Fortuna, Stefan Jager, getrennt und waren damals ja auch trainerlos. War deswegen auch für uns eine schwere Zeit, weil wir irgendwie die Saison zu Ende bringen wollten. Wir waren ja schon aus der Regionalliga abgestiegen und haben dann halt trotzdem noch den FVM-Pokal gewonnen und dann auch in so einem heißen Derby. War auf jeden Fall ein ziemlich geiler Abend. Okay, schön. Und wie sieht das aus Fortuna-Sicht aus? Fiona, Annika, ja, Luzi. Also ich habe den Tag jetzt nicht so gut in Erinnerung, wie man sich natürlich erdenken kann. Ich weiß nur noch, dass wir nach dem Duschen in Arnoldsweiler, Annika und ich sind noch auf den Platz gegangen und haben irgendwie Handstand gemacht, irgendwelche Instagram-Fotos gemacht, weil wir uns dachten, okay, Spielabbruch wegen schlechtem Wetter, es war einfach strahlender Sonnenschein, so wie heute, so what the fuck. Wo ich mir auch einfach denke, warum sucht man nicht einen Untergrund, wo man auch weiterspielen kann, obwohl es regnet? Also so wie bei Blau-Weiß zum Beispiel, wo ja dann das Wiederholungsspiel stattgefunden hat. Wobei, ich glaube, Annika kann da mehr sagen zu dem Wiederholungsspiel. Es war, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Spiel für sie. Also ja, ich fand das Spiel, obwohl wir verloren haben leider, fand ich die Kulisse und generell alles drumherum halt einfach mega geil. Und auch wie Fiona schon gesagt hat, eigentlich sollte der FVM sich mal überlegen, ob er das Finale weiterhin da austrägt, weil es für niemanden Sinn macht, da hinzufahren. Und einfach sinnlos. Also nach Arnoldsweiler meinst du? Ja, genau, nach Arnoldsweiler. Ja. Okay. Das ist einfach nur ein Acker. Und unsere Fans bestehen ja größtenteils aus Freunden und Familien. Und ich meine, ja, das ist ja schon eine Weltreise dahin. Ja. Das Spiel gegen damals dieses Pokalfinale als Zuschauer noch erlebt, da war ich noch nicht Trainer. Das war von der Atmosphäre her so im Frauenfußball extrem stark. Also war die ganze Anlage voll. Das habe ich so ansonsten auch selten erlebt, dass so viele Zuschauer für ein so ein Spiel da gewesen sind. Es war natürlich exklusiv, einfach weil an dem Tag sonst nicht stattgefunden hat. Aber wie viele da waren, das war schon sehr beeindruckend gut. Und eben, da hat man die Anlage im Blau-Weiß wirklich lieb gewonnen, auch wenn das ja ein Riesenweg ist zur Kabine. Aber das ist trotzdem, glaube ich, so atmosphärisch schon echt super. Wir haben dann den Kreispokal gewonnen. Das war auch irgendwie, wie schöner im Jahr drauf. Das hat auch irgendwie was irgendwie mehr gehabt als die Anlage in Arnoldsweiler. Obwohl, wie gesagt, der FVM mit seine Gründe haben, warum man das dahin gibt, das Spiel. Ich glaube auch für Kölner Vereine war Blau-Weiß eine tolle Lösung. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Auf jeden Fall. Okay, wie sieht das allgemein zwischen euren beiden Vereinen aus? Gibt es da Kontakte auch privater Natur? Wie bewertet ihr diese Konkurrenzsituation? Also ich würde das halt, sage ich mal, Außenstehender so sehen, dass ihr die beiden besten Kölner Frauen-Amateur-Fußballvereine seid halt. FC mal außen vor natürlich. FC was? Den FC mal außen vor, sage ich ja. Weil das ist ja schon, geht ja schon Richtung Profifußball. Wie sieht die Situation zwischen euch aus? Wie seht ihr das? Wie bewertet ihr das? Also private Kontakte bleiben ja nicht aus. Da zum Beispiel zwei Spielerinnen
Ex-Fortunen, ja, deren Verlust wir bis heute hin bedauern, bei Spoho ja jetzt spielen. Mit Michi und Clara sind ja zwei Säulen des Vereins abgegangen. Sind natürlich jederzeit herzlich willkommen. Ne? Unsere Türen stehen für euch auf. Ja, wie in allen Ligen gibt es ja Derbys, also davon lebt ja der Sport. Gladbach, Köln, Dortmund, Schalke, Chelsea, Arsenal, keine Ahnung, El Clasico. Ist halt immer geil, gegen Spoho zu spielen. Und ich glaube, dieses ganze Drumherum, ja, dieses Angiften und weiß ich nicht was, das darf man auch alles nicht so ernst nehmen. Muss es einfach, weiß ich nicht, wie halt so ein Derby so ist. Man zickt sich davor an, man bettelt sich so ein bisschen. Letztendlich entscheidet sich das Spiel auf dem Platz. War auch immer fair, wie ich finde. Und ja, also es ist eigentlich eher lustig, wenn von Spoho was kommt und Fortuna, es ist wie beim Tennis. Spielen uns gegenseitig die Bälle zu und am Ende haben wir uns alle lieb. Denke ich. Okay, und wie seht ihr das aus Spoho-Sicht, Lea oder Ruben? Ja, also ich muss sagen, als ich damals 2011 zu Spoho gewechselt bin, fand ich die Situation ein bisschen angespannter. Also in meinem ersten Derby, das haben wir, glaube ich, am Salzburger Weg gespielt, da hatte ich das Gefühl, da war schon sehr aggressive Stimmung so auf dem Platz und man hatte jetzt auch nicht so viel Kontakte zwischen den Mannschaften. Aber ich finde, gerade so in den letzten Jahren hat sich das, finde ich, super entspannt. Ich finde, genauso wie Fiona sagt, so, man hat halt Bock auf die Derbys, die machen halt auch richtig Bock. Man freut sich da sehr drauf. Das ist natürlich ein krasses Konkurrenzdenken, weil man halt Bock hat, auch zu gewinnen und man sich halt noch mehr freut, gegen Fortuna zu gewinnen, sage ich mal. Aber nach dem Spiel und vor dem Spiel, wenn man die Leute sieht, ist alles cool und man freut sich auch. Und genauso wie wir, haben wir halt auch Fortuna die Daumen gedrückt, dass sie halt die Liga halten, auch wenn wir letztes Jahr Konkurrenten in der Regionalliga waren. Wir hätten auch einfach gerne ein nahes Auswärtsspiel gehabt, muss man auch sagen. Aber nein, also da ist auch ein bisschen so, Kölner Vereine halten da auch ein bisschen zusammen. Und ja, ich würde auch sagen, einfach auf jeden Fall das geilste Derby. Wir haben gegen FC nie so geile Derbys, obwohl es auch zwei Kölner Vereine sind. Für uns ist einfach ganz klar Fortuna das beste Derby. Ja, kann ich auf jeden Fall auch unterstreichen. Spiele, die immer intensiv sind. Ich würde mir auch wünschen, dass wir es im Liga-Alltag wieder haben. Weil das einfach, ja, sind Spiele, wo man irgendwie auch anders reingeht, wo man merkt, es ist eine andere Atmosphäre auf dem Platz, aber eine positive Derby-Atmosphäre. Also gerade das, was Fiona und Lea gesagt haben, kann ich dazu 100% auch unterschreiben. Ja, und vielleicht ein kleiner Gruß an Michi und Clara. Wir haben euch sehr gerne bei uns. Freuen uns, dass ihr bei uns seid. Genau, eben aber zwei, die so mit zum Fortuna gehen, auch mit diesem extremen Siegeswillen zu uns gekommen sind und eben passen, aber wieder bei uns sehr, sehr gut rein. Freuen uns, dass wir sie bei uns haben. Ja, okay. Kommen wir vielleicht abschließend noch zum Frauenfußball im Allgemeinen. Wie seht ihr die Entwicklung in Deutschland und vielleicht auch im Amateurbereich? Luzi? Was meinst du dazu? Scheiße. Nein, keine Ahnung. Ich finde, dass es immer noch wenig Aufmerksamkeit dafür gibt. Und ja, also natürlich kann man da auch immer irgendwie so drüber sagen, ja, warum kriegt das so wenig Aufmerksamkeit? Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Und das war auch die Frage, die ich nicht beantworten wollte. Lea? Ich kann nachfragen. Ja, Lea, also bitte. Ich würde, ja, also ich finde auch auf jeden Fall, der Frauenfußball kriegt meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich finde, das fängt aber auch auf Verbandsebene schon an. Es sind halt Sachen wie teilweise Zuteilung von Schiedsrichtern, was teilweise auf dem Platz passiert ist. Also, keine Ahnung, wir hatten auch dieses Pokalspiel gegen Wiesfeld, wo wir im Endeffekt die Entscheidung am grünen Tisch klären mussten, weil der Schiedsrichter da Sachen gepfiffen hat. Ich bin mir sicher, dass sowas bei den Männern niemals vorkommen würde, Elfmeter-Entscheidung so zu pfeifen. Ich finde auch generell sowas wie zum Beispiel der Bitburger Pokal. Als wir bei Blau-Weiß gespielt haben, haben wir den FVM gefragt, ob es Plakate gibt. Da haben sie gesagt, nee, weil da irgendwie keine Herrenspiele vorher sind. Das sind einfach so, finde ich, Indikatoren, wo man einfach so merkt, da ist ein Fokus ganz klar auf den Herren und
wir Frauen kriegen dann teilweise noch so einen Teil ab und können froh sein, dass wir irgendwie davor spielen dürfen. Aber generell finde ich schon, dass der Frauenfußball da nicht genug Unterstützung bekommt. Auch eine Sache, die ich einfach extrem fand, wir haben uns jetzt ja die letzten 2 Jahre beides mal im DFB-Pokal auch qualifiziert. Die Ausführung und Organisation im DFB-Pokal war für uns super schwierig. Wir haben halt keinen Rasenplatz gehabt. Für uns Südstadion zu mieten war für uns zu teuer. Alle anderen Plätze hätten wir nicht bekommen können. Wo man sich halt einfach so fragt, so für so einen kleinen Verein ist es halt mega geil, mal so eine Erfahrung zu haben. Aber da kommt halt überhaupt keine Unterstützung von seitens der Stadt, vom DFB oder vom Verband. Wo man sich dann halt schon ein bisschen fragt, also ja, wo da halt der Fokus drauf liegt und gerade auch eigentlich so eine Stadt wie Köln, da eigentlich die auch das Frauenfinale austrägt, eigentlich super viel Interesse daran haben müsste, dass halt gerade auch solche Sachen cool laufen, gerade wenn kleinere Vereine halt auch qualifiziert sind. Und ja, ich finde, an so Sachen merkt man einfach, dass da, also da fehlt mir ganz klar irgendwie so Unterstützung von allen möglichen Verbandsebenen. Ich finde auch, wenn man jetzt die Fortuna nimmt, sorry, wenn man jetzt zum Beispiel die erste Runde des DFB-Pokals letztes Jahr nimmt, was in Chorweiler ausgetragen wurde, wo keine Sau letztendlich hinfahren möchte und auch irgendwie hinfahren kann, das ist ähnlich gleichzusetzen wie Arnoldsweiler. Wir haben das Südstadion, haben eigentlich ein Heimspiel und dann müssen wir nach Chorweiler fahren. Also das ist auch so ein Ding des Unmöglichen. Da packt man sich auch an den Kopf und denkt sich, okay, wir haben jetzt eigentlich das Heimspiel, Südstadion, geile Stimmung, wie, weiß ich nicht, 2012 das letzte Mal oder schlag mich tot. Und dann fährst du einfach zu einem Auswärtsspiel quasi und musst alles dahin transportieren. Irgendwelche Gaffel, Bierwagen, du musst organisieren, dass deine Familie dahin kommt, deine Freunde. Es ist einfach kein Heimspiel und das hat auf jeden Fall auch was damit zu tun, dass wir einfach Frauen sind. Die Männer hätten sicherlich nicht nach Chorweiler fahren müssen. Da wäre der rote Teppich ausgelegt worden und was weiß ich was. Also da sieht man nach wie vor Unterschiede, die für mich eigentlich einfach ziemlich traurig sind, wenn man das so sagen kann. Ich finde auf sportlicher Ebene, wenn ich das vielleicht noch ergänzen kann, der Frauenfußball entwickelt sich einfach auch sehr positiv. So, ich habe viele Bekannte auch, die mich jetzt auch als Jugendtrainer noch kannten und dann sowohl meine Jugendmannschaften, die höher gespielt haben, gesehen haben und aber auch Spieler meiner Mädels, die rückmelden, das ist richtig guter Fußball, es macht Spaß zuzugucken, das ist taktisch sehr anspruchsvoll, was da schon passiert und das wird dem so irgendwie nicht gerecht, wenn man sich auch teilweise die Zuschauerkulisse anguckt, gut, dafür kann man Werbung betreiben, da wird viel gemacht, aber das ist trotzdem schwierig und ich sehe vor allem als Trainer auch nochmal das Engagement, also ich glaube, dass auch bei Fortuna vieles läuft, weil die Spielerinnen was organisieren wollen. Bei meiner Mannschaft kann ich es ganz sicher sagen, das ist extrem beeindruckend immer wieder, wie viel die machen, was die probieren, was die umsetzen, damit Regionalliga-Fußball in unserem Fall stattfinden kann. Also von der Busfahrt bis über den Kuchenverkauf beim Spiel, das ist alles Teil der Mannschaft. Und das macht natürlich irgendwie das sehr besonders, ist aber eigentlich schade, dass es nicht so die Wertschätzung eben erfährt. Und die Dinge gerade, die organisatorisch passieren, das ist schwierig. Ich weiß auch nicht, wie man es noch besser lösen kann, aber vielleicht muss die Stadt sich da auch mal Gedanken machen, um zu gucken, was sie tun können, in dem Rahmen, den sie vielleicht möglich haben. Aber eben hier, es wäre zu wünschen, dass das Ganze einfach ein bisschen mehr Bühne bekommt, weil ich finde, wir sind auch im Frauenfußball in Deutschland gut aufgestellt. Die Nationalmannschaft seit Jahren in der Spitze. Die Bundesliga ist einfach sehr gut. Klar ist aber auch, zwischen Bundesliga und Dritter Liga ist eine riesen Lücke. Nach wie vor. Und die werden wir so nicht schließen, wenn es für die unteren Vereine immer noch schwer bleibt, teilweise überhaupt eine Saison zu organisieren mit den ganzen Kosten, die da auf uns zukommen. Das ist auch ganz klar. Und wenn man da das nachhaltig entwickeln will, dann muss man wahrscheinlich dort irgendwie gucken, dass man vor allem die Vereine wie unsere Vereine vielleicht ein bisschen mehr unterstützt. Aber das fordern wahrscheinlich alle in Deutschland, dass man sie unterstützt. Deswegen gucken wir, wie es gerade ist. Es wäre natürlich schön, wenn es für uns besser werden würde. Ja, okay, da muss man vielleicht aber auch eure Vereine dann etwas in die Pflicht nehmen. Ich meine, da etwas zu tun. Ja gut, wir sind ein Verein, da kannst du noch viel, viel besser beschreiben, klarer Breitensportverein. Also bei uns jetzt da natürlich zu kommen und auch Sponsoren zu finden, die das dann unterstützen wollen, ist tatsächlich nicht so einfach, wie es, glaube ich, für einen Herrenverein ist in der höheren Liga. Das ist gar keine Frage. Also natürlich vielleicht auch ein anderes Zuschaueraufkommen, da bin ich mir vollkommen darüber bewusst. Aber klar, der Verein, ich glaube, dass die Vereine schon sehr viel machen, einfach um den Frauenfußball. Zumindest für unseren Verein kann ich das dahin packen. Wenn man sieht, wie viele Mannschaften wir haben, dann versucht man schon,
der ersten Frauenmannschaft das zu geben, was irgendwie möglich ist. Aber es ist nun mal einfach nicht viel, weil es ein Breitensportverein ist, weil er auch so organisiert ist. Und das wissen wir, das ist auch in Ordnung, aber das ist trotzdem nicht so leicht wie für viele andere Vereine, die auf ähnlichem Level, vielleicht in mehreren Bereichen, auch im hohen Jugendbereich arbeiten. Ja, ich würde auch noch was dazu sagen, weil ich bin ja sozusagen auch im Verein. Also man muss schon sagen, wir haben halt drei Frauenmannschaften. Wir sehen bei uns die Gleichberechtigung im Fußball komplett an. Bei uns ist es auch tatsächlich so, dass unsere Herren teilweise bei uns den Kuchenverkauf machen und unterstützen und grillen. Es ist nicht irgendwie umgekehrt. Ich meine, auch unsere Herren spielen Kreisliga C. Das heißt, wir, die erste Frauen, sind halt schon teilweise, also tatsächlich die Mannschaft, die auch am höchsten spielt. Und diese Aufmerksamkeit wird schon im Verein gegeben. Aber es ist halt für so einen kleinen Verein, der sich halt komplett auch aus Mitgliedern, Beiträgen nur finanziert, auch extrem schwierig, da irgendwelche Gelder halt aufzutreiben, weil einfach der Frauenfußball nicht so attraktiv ist. Die Sponsoren für die Regionalliga Frauen zu finden, ist einfach komplett was anderes, als wenn man jetzt eine Herrenmannschaft in der Regionalliga spielen hätte.